So, willkommen zurück, Freunde der Rätselkunst bei The Cave. Für mich hat es jetzt eine leckere Pause gegeben, weil ich meine PlayStation verdient hatte und deswegen das Let's Play nicht abschließen konnte. Aber jetzt habe ich mir meine PlayStation wieder organisiert. Das hat jetzt bestimmt dann ein, zwei Monate gedauert. Mein Bruder hatte die ausgeliehen und jetzt spielen wir weiter. Deswegen bin ich aber ein bisschen raus vielleicht. Weiß auch nicht mehr so hundertprozentig, was jetzt genau passiert ist, weil ich sehe, die Zwillinge sind tot. Ich weiß schon gar nicht, warum die gestorben sind, aber... Alleine, dass sie dich sterben lassen, haben wir schon super. Den Ritterteil hatten wir, glaube ich, schon. Den Zwillingeteil hatten wir schon. Gut, die sind jetzt auch tot, das ist nicht mehr so wichtig. Aber jetzt müsste, glaube ich, die Wissenschaftlerin dran kommen, wenn es irgendeine Reihe gibt. Und ja, das sieht auch schon sehr wissenschaftlich aus. Oh Gott, Gott. Grillen einen bestimmt, oder? Ja, gut, ich muss es einfach ausprobieren. Aber ich schätze, ich werde gegrillt. Ja, okay, ich werde nur angezittert. Okay. Okay, hier ist schon mal irgendwie so ein tolles Symbol. Ich eine tolle Karte bekomme. Top-Preis der Wissenschaft. Okay, aber sie töten mich ja nicht mal, die Zitter alle. Vielleicht kann man mit denen auch irgendwie was anfangen. Kann man irgendwas da drüber? Nee, da ist aber auch Wasser drin, da oben drin, ne? Mal gucken. Naja, wir laufen jetzt erstmal hier runter. Ich freue mich auf jeden Fall, das Ganze hier noch abschließen zu können, weil es macht schon Spaß. Hat mir auch sehr Spaß gebracht. Und ich habe mich eigentlich ein bisschen geärgert, dass ich das nicht zu Ende gespielt habe. Und deswegen gucken wir jetzt einfach mal. Ich gehe hier gerade ein bisschen langsamer voran. Damit ich hier nicht gleich wieder irgendwo runterpurzel oder so. Okay, irgendwas höre ich oben. Lass uns erst nochmal. Na gut, jetzt sind wir unten. Oh, hier ist der. Ritter kann da irgendwas machen. Laufen wir hoch. Holen wir den Ritter auch nochmal schnell runter. Und dann müssen wir da oben ja auch nichts machen. Achso, oh. War der nicht seine Special-Kraft? Kann ich damit nicht theoretisch schnell runterjumpen? Die aktiviert man ja auch da. Ja. Easy geht das mit dem. So, dann laufen wir jetzt mit ihm da runter. Beast Hunter Podcast, Day 541. The Crystal Cave Monster escaped again. She's still hungry, so I'm camped out near her favorite food. When I hear her shriek and roar, the hunt is on. Oh, blast. This worthless gizmo is out of batteries. Hey, who are you? Don't touch those hot dogs. Mhm. Aber wir haben jetzt einen Tonband. Was auch immer wir jetzt damit anstellen können. Wahrscheinlich erschießt sie mich nicht näher kommen, oder? Don't touch those hot dogs. Okay, dann gehen wir mal hier runter. Noch weiter runter. Na komm, kleiner Ritter, beweg dich nach unten. So, jetzt kannst du nämlich hier dein Symbolchen einsammeln. Nee, Viereck. Und dann geht's auch schon gleich weiter. So, ein falscher Held tritt ab. Er ist ein falscher Held. Naja, gut, ja, wenn ich mich dran erinnere, was mit dem Typen abgegangen ist, war das schon... Lustig. Hier soll man keine Musik spielen. Und was ist das andere? Oh, oh, oh. Kann ich die auseinander? Nee. Hm. Ja, wenn man da keine Musik spielen sollte, dann holen wir mal das Ding von da oben. Und machen da mal ordentlich Musik. Mal gucken, was dann passiert. Aber ich glaube, dafür muss ich sie nehmen. Ich glaube, sie ist für technische Geräte da gewesen, kann das sein. Mir da nicht mehr so hundertprozentig sicher, aber holen wir mal kurz das Tongerät. Ohne Batterie. Ha. Muss ich es bestimmt aufladen mit den... Mal gucken, ob das geht. Wenn es keine Batterie hat, vielleicht kann ich es aber Strom geben, indem ich mich jetzt hier mit reinsetze. So. Nichts mehr ab. Hm. Nee, das bringt irgendwie noch nichts, oder? Warte mal, ich laufe damit erstmal runter. Mal gucken, wie das Rätsel hier funktioniert. Das wird ja auf jeden Fall schon mal interessant. Hm. Ich muss das Ding ja anscheinend dann irgendwie da unten, da rechts geht es nicht weiter. Hot Dogs, dann haben damit auch irgendwas zu tun. Ich muss ja theoretisch, glaube ich, hier zum Spielen bringen, oder?
Gehen wir mal weiter runter. Gucken wir uns nochmal weiter um. Erstmal nach links vielleicht. Oh. Oh, oh, da sind die Zwillinge wieder. After all. Surely there are no limits to the charity and altruism this pair can bring to the world now that they've been reunited. Hm. Sind doch nicht tot. Ah, sehr gut. Okay, jetzt ist aber natürlich die Frage. Zum einen kommen wir überhaupt nochmal wieder darüber. Nein. Die mögen, der mag uns nicht. Aber was ist da oben? Wo hier oben ist... Ah, da kann man dran ziehen. Ja, man kann sich hochziehen zumindest. Ich mag die Zwillinge. Die Zwillinge sind so richtig cool und ein bisschen evil. Was ist denn da drin? Oh, keine Ahnung. Kann man es auch ziehen? Ja. Ziehen es einfach immer runter. Wahrscheinlich brechen wir es dann auf. Ja, Mist. So, oben drüber. Ich will es kaputt brechen. Weil vielleicht sind da tolle Sachen drin. Es sieht nämlich so aus, als ob da irgendwelche Steinchen drin sind oder sowas. Okay, kaputt gegangen ist es schon mal nicht. Da ist ein Haken. Ich schieb's jetzt mal ganz runter. Ups. Was konnte man mit den Haken nochmal? Achso, ich glaube, die Haken konnte nur dieser andere Charakter benutzen, kann das sein? Dieser... Ich weiß nicht welcher. Hm. Warte, vielleicht kann die Wissenschaftlerin das Ding hier benutzen? Nee. Also müssen wir theoretisch weiter nach unten kommen. Oder kommen wir da oben hoch mit der Kiste? Moment. Na, springen. Ja, da kommen wir hoch. Okay, dann geht's hier oben vielleicht weiter. Okay. Zwillinge. Hebel. Und ein Kontrollfeld. Und dann machen wir die Tür auf. Aber dann kommt sie ja jetzt ja gar nicht runter, wa? Nee. Ich will erstmal mal gucken, was da unten links ist. Vielleicht können wir dann nämlich sonst den Ritter mal herholen. Was ist hier denn noch alles? Wo geht's hier oben? Dann hier oben ist so ein Rittersymbol. Ich weiß nicht, muss der Ritter denn auch darüber geholt werden? Ah, these three. I had high hopes when they first arrived, but you'd be surprised how useless a clown can be in a high pressure life and death situation. Ah, eine leere Batterie. Ha, die lassen bestimmt die leere Batterie aufladen. That battery probably needs a charge. Its owner hasn't had much chance to maintain it recently. Muss die Batterie jetzt bestimmt aufgeladen? Kann man da durch? Batterie muss bestimmt aufgeladen werden bei den komischen. Ihr wisst schon. Ist nur die Frage, wie wir da hinkommen. Aber wahrscheinlich müssen wir da unten durch, wieder um zurückzukommen. Die sollen über den Zitteraalen bestimmt aufgeladen werden, das wollte ich sagen. Na, da oben geht's, glaube ich, nicht mehr weiter. Ich glaube, da oben war nur das Ding. Ja, komm, springen wir mal runter. Okay. Dann brauchen wir, glaube ich, den Ritter. Da drüben auch. Und da oben geht's nur dahin, da gibt's Hot Dogs. Aber ich wüsste noch nicht, wie ich die Tussi ablenken könnte. Hier haben wir eingesammelt. Hier müssen wir gleich dann die Musik am Ende spielen. Das Ding brauchen wir, glaube ich, nicht, außer um die Musik dorthin zu spielen. Nein, nein, nein. Ich wollte erst mal unten gucken, bevor er mich da gleich rüberschmeißt. Hier müssen wir dann nämlich jetzt gleich zurückkommen können. Mit der Batterie. Und man kommt auf jeden Fall nicht hier lang. Da kann man nur hier durch zurück. Das heißt, ich muss mit dem Ritter darüber. So, der Ritter geht jetzt hoch und
macht das Teil. Dass die Wissenschaftlerin da runter kann. Die machen hier noch das Ding. Warte, was passiert, wenn ich das drücke? Ich glaube, dann können die hier aufhören. Ja. So. Dann holen wir uns erstmal hier kurz das Symbol. Na komm, drück das Ding. Drück es! Geh doch! Und da haben wir die unzählige Angebote für diese tolle Wissenschaftlerin. Sehr gut. So, dann bewegen wir uns jetzt immer mal wieder Richtung den Zitteralen. Ja, da kommt man hier unten lang. Okay, ja, 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 ja. Bin mal gespannt, wie das dann gleich weitergehen wird. Weil es wird ja noch nicht die komplette Rätselslösung sein. So, das ist, denke ich, relativ offensichtlich. Da müssen wir jetzt nämlich da hoch. Und wird ja auch nicht gegrillt. Ich dachte erst, er würde gegrillt werden von diesen Zitteralen. Zack. So. So, und jetzt laden wir nämlich die Batterie wieder auf. So, jetzt müsste sie nämlich geladen sein. Well, it looks like that battery is all charged up now. Siehste mal. So, ich weiß jetzt nicht, ob wir alle Charaktere da brauchen, weil wir werden auf jeden Fall jetzt da runterpurzeln, dann, wenn ich davon ausgehe, was passiert. Dann wird irgendwas ankommen und dann das Ding kaputt hauen. Und das wird ja nicht umsonst stehen, dass man das nicht da. Vor der Aufnahme. Okay, warte, es nimmt auf. Also ich muss das vielleicht erst da hochbringen und dann die Musik da oben aufnehmen. Moment. Hier wird ja Pianomusik gespielt. Hat er jetzt aufgenommen? Ja. Da gab es sogar ein Achievement für ihn. Wow. So, das bringen wir jetzt nämlich da runter. Und... Oh, jetzt läuft das ja nicht mehr, weil... Doch, jetzt. Es passiert nichts. Warum will das nicht? Okay, dann muss das dann irgendwas zu bedeuten haben. Huch, das war die falsche Taste. Ich weiß noch nicht, was es zu bedeuten hat. Das heißt so komische Sumo-Ringer oder so. Vielleicht muss ich mit allen drei Charakteren mich da draufstellen? Kann das sein? Ich weiß noch nicht, ob alle drei mitkommen können. Wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich hier loslasse da oben, dann ist vorbei. Aber ich könnte... Ich müsste die Zwillinge sonst dahin bringen, weil die Zwillinge können ja Abbild machen. Moment. Vielleicht geht das. Wenn ich jetzt mit dem Zwilling nämlich da hochlaufe, die machen dann ja Abbild, dann ist das Abbild da oben, die gehen dann runter und dann... Ja. Mal ausprobieren. So. 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 Warum ist der Kackritter denn... Warte mal. Die können da auf jeden Fall solo... Ja, oh Gott, da müsste ich anders machen. Moment. Kriege ich hin. Muss nur schneller sein, denn... Wenn ich es so langsam mache... Dann habt ihr gesehen, was passiert. Bringt mich rüber.
So, ihr drückt das jetzt. Du kommst da runter. Zack. Jetzt habe ich alle wieder unten. Bringen wir erstmal die Zwillinge dahin. Warte, wozu bräuchte ich denn die Musik? Irgendwas stimmt da noch nicht so ganz. Irgendwas kann da wirklich noch nicht stimmen. Irgendwas fehlt, glaube ich, noch. Ich weiß halt noch nicht, was mit den Hot Dogs da oben das noch zu tun hat. Oder bricht das dann jetzt schon zusammen? Hm. No fucking way. Ich schmeiß das vielleicht nochmal vor, das Ding hier, aber irgendwie. Mist. Noch nicht weiter nach unten gucken, sondern laufen wir vielleicht nochmal da hoch. Bin mir nicht sicher. Irgendwas muss das ja da oben noch mit der Ulla da zusammenhängen. Oder was meint ihr? Kann eigentlich gar nicht anders sein. Hier dudelt die Musik. Wenn ich weiter zurücklaufe, komme ich nur da links zu den Zitterdingern. Und hier jetzt glaube ich nur wieder komplett zurück, aber ich muss nicht zurück. Können wir sie ablenken mit dem, bitte? All of that for a Frankfurter. At least it's kosher. Jetzt habe ich eine Wurst. Aber was mache ich denn jetzt mit der Wurst? Ah, warte, ich muss das Monster vielleicht zu mir locken mit der Wurst. Kann das sein? Und dann macht das Monster mir die Treppe kaputt? Ich habe keine Ahnung. Moment, wo ist das Monster? Ist das auf derselben Ebene hier? Oh ja, es kommt, es kommt, es kommt, es kommt! Es hat aufgehört. Na komm! Put, 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 put. Da war ich zu langsam, glaube ich. Jetzt kommt es wahrscheinlich nicht mehr mit. Jetzt muss ich eine neue Wurst holen, kann das sein? Ja, oh Mann. Am Anfang zu schnell, am Ende ist zu langsam. Ich finde nie die Mitte irgendwie, kann das sein? So, dann komm mal hoch da. Zuck, zuck. Warum braucht man denn unbedingt den Ritter dafür? Ich meine, willst du es sonst machen? Ohne Ritter wird das, glaube ich, ziemlich schwer. Nein! Jetzt hat er den Hotdog nicht aufgehoben. Jetzt heb ihn doch auf! Ach, Mann! Alter! Sie rührt sich auch nicht vom Fleck, solange sie das Monster nicht hört. Vielleicht muss man das Monster... Nee, das Monster kann ich doch niemals da hochholen. Vielleicht muss ich es einfach nur zur Treppe holen, da zu dem Übergang. Wir werden sehen. Wenn jetzt noch zu dumm sind, wieder den... Na, lass ihn nur einmal schießen. Er triggert den verkackten Hotdog nicht, dass ich den aufheben kann. Das ist ja dämlich gemacht, ey. Richtig dämlich. So. Dämlich, dämlich, dämlich. Wieder hoch. Und jetzt. Nimm doch den Hotdog. Ah, ich hab ihn. Passt. Nein, komm. Was kommt?
aufnehmen, es frisst mir die Charaktere weg. Jetzt spiel doch den Kack-Sound ab. So. Ah. Das geht. I suppose it's true what they say. If you want to make an omelet, you have to consign the last member of an ancient species to oblivion while destroying someone else's lifelong dreams and desires. Okay. Oh, wir springen einfach mal runter. Und jetzt kommt wahrscheinlich schon der nächste Abschnitt. Und die Wurst immer noch dabei. Wir brauchen jetzt wieder die Dings. Jetzt nämlich das Kontrollfeld benutzen kann. Und drück. I know what you're thinking. I've tried to keep the cave a nuclear-free zone. But I don't have control over the darkness that lurks in the hearts of those who venture down here. Worry not. Someone would have to do something pretty stupid and careless to launch that thing. Yeah, I'm not buying that either. Okay, wir müssen anscheinend die Atombombe starten. Mal sehen, wie das laufen wird. Das geht ewig lange Gänge. Das ist ein Automat. Ich habe eine Dose bekommen. Der dann nur trinkt. Dann kann man es auch aufheben, bitte. Ohne zu trinken. Ohne zu. Nein. Clearly, this is a dead end. We might be spared nuclear Armageddon simply because someone forgot to put in a door. Let's hope laziness and apathy take over and they leave the way they came in. Ist das eine Sackgasse? Kann ja nicht sein. Ich meine, das wird's ja wohl nicht gewesen sein. Da muss noch irgendwas passieren. Bin mal gespannt, nur was. Hier können wir anscheinend nichts mehr machen, oder? Was passiert, wenn wir mal die anderen Charaktere hier noch herbringen? Na. Ich weiß nicht, was das mit dem Getränkeautomaten auf sich hat. Vielleicht kann man ihn wegschieben oder sowas. Oder draufklettern. Ich muss da nochmal hin. Ganz viele Türen und hier, warte, hier scrollt das so ran. Ich glaube nur wegen dem Automaten, oder? Aha, man kann den aktivieren. Props where props are due. Like most vending machines, that one was protected by a 256-bit RSA symmetric key algorithm. The scientist has certainly built up some elite hacking skills, which, as I'm sure we're all about to find out, are not always used for good. Well, there's not much we can do now but sit back and watch the fireworks. And by fireworks, I mean a near instantaneous release of energy from a high-speed nuclear chain reaction of highly enriched weapons-grade uranium. Da bin ich mal gespannt, was das jetzt wird. So, hier sind wieder ewig lange Gänge. Da oben noch ein Bild. Die Gier erlegen. Der Gier erlegen, ja. Und jetzt sprengt sie das Ganze hier nochmal in die Luft. Ey, die machen echt nur Bullshit, die Charaktere, euch das Gefühl hier. Okay. Da geht's weiter. Kann man hier die Sicherung rausnehmen. Ich weiß mal, wenn man es machen kann, wird man es auch machen müssen. Gehe ich einfach mal davon aus. Kann man da oben nämlich wieder einsetzen anscheinend. Ja, und dann aktiviert man das hier und kann da rauffahren. Okay. Jetzt sind wir mal gespannt. Schlüsselloch, Schlüsselloch, Schlüsselloch.
Okay, das heißt, wir brauchen anscheinend drei Schlüssel. Ist relativ offensichtlich. Und die müssen wir wahrscheinlich mit allen Charakteren dann irgendwie zünden. System Override. Lower Blast Door is now open. So, she got that blast door open without causing wanton havoc and senseless destruction after all. I might have misjudged her. Welche Panzertür hat sich geöffnet? Die hier anscheinend lower ja nicht. Blast door is now open. Unsere Panzertür ist jetzt offen. Wir fahren wir gleich nochmal runter. Kann ich hier rausspringen? Ne, kann man eigentlich gar nicht springen. Doch, jetzt kann ich springen, aber... Okay, das Ding fliegt schon los, oder was? I fear nuclear missiles are like potato chips to her. She can't launch just one. Okay, nee, es geht auf jeden Fall. Es geht auf jeden Fall noch weiter. Intruder! Umgedreht! Wilhelm Tell schreie, dass er den überall einbaut. Ja, da haben wir jetzt schon mal Schlüssel Nummer 1. Ich hab Hunger langsam. Sollen wir vielleicht mal Pause machen und was essen, ne? So, Schlüssel Nummer 1. Aufzugskonsole. Was ist hier noch? Sicherheitskonsole. Kinder abholen Sonntag, Dienstag, Montag, Donnerstag, Milch, Cornflakes, Hundefutter, Passwort 789. Oder oben stehen nur 417. Das sind viele Zahlen. Weil Passwort wäre 789. Weiß ich nicht, ob man das vielleicht am Ende gleich braucht oder selbst eingeben muss. Mal sehen. Danger. Security safeguards have been overridden. Was haben wir jetzt aktiviert? I don't know. Die Aufzugkonsole müssen wir jetzt mal wahrscheinlich hier aktivieren. So will sie nicht. Doch, jetzt will sie. Intruder detected. Intruder detected. So, links gibt's Feuer. Gehen wir erstmal zum Feuer. Insert Warhead to commence launch. Keep away from the Warhead loading console. Okay, jetzt müssen wir das aktivieren. Kommt halt daher. Intruder, stay away from the console. Wir müssen also irgendwas gegen ihn machen. Nur fraglich, was? Nehmen wir erstmal da rechts. Stop! Intruder! Oh. Ziemlich Angst, ne? Stop, mal. Or I'll shoot. Okay, er schießt aber trotzdem. Also links kommen wir erstmal nicht weiter und rechts kommen wir erstmal nicht weiter. Upper hatch disengaged at T-27. Schwarzes Brett. Was steht denn hier auf dem schwarzen Brett? Das ist immer irgendwas mit Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Wir wissen ja gar nicht. Mr. Pickles wird vermisst. Wir wissen ja gar nicht, was für ein Wochentag hier ist. Silo Baseball, Silo 24, Silo. Auch wenn auch immer nicht immer alle Bananen essen. Papierstreifen, wow. Okay. Ich weiß nicht, ob das mir wirklich weiterhilft. Das ist sehr arcadisch. Wir hatten nur schon mal einen Hotdog. Ich kann mir irgendjemand wieder... Auxiliary flame suppression pool is empty. Wenn den Hotdog da vorlegen oder so... Dann müsste der aber in die andere Richtung pusten, glaube ich. Haben wir das nicht oben umgestellt?
Dann machen wir es mal weiter. Können wir mal nach links gucken. Insert guidance system to commence launch. Okay, ich habe keinen blassen Dunst, was das darstellen soll. Warte. Ich würde jetzt gerne mal probieren, dass ich den Hotdog-Geruch über das Ding verteile. Jetzt pustet es ja raus, wie ihr seht vielleicht. Vorsicht, Rutschgefahr. Ich schalte das mal nach oben. Und oben kann ich dann umstellen. So. Warning. Overflow in depth toll calculation register A3. Jetzt geht's in die andere Richtung. Und jetzt müsste es den Rauch von der Bratwurst einziehen. Den Hotdog. One more step and I'll shoot. Oh, nee, jetzt saugt es da oben. Insert warhead to commence launch. Nein, nein, nein! Ich. Oh, verdammt, ich wollte runter. Shampoo Boy. Oh, lol. Na, ja, passt. Hat bei dem Typen sich irgendwas geändert, dadurch, dass ich das umgestellt habe? Wahrscheinlich nicht. Insert warhead to commence launch. Ja, der hat auch eine Gasmaske auf, kann das sein? Ja. Das heißt, den werden wir wahrscheinlich eh nicht mit dem Hotdog beeindrucken können. Aber ich nehme einfach mal mit. Mal gucken, was passiert. Was anderes habe ich ja, glaube ich, gerade gar nicht zur Verfügung, oder? Da konnte ich da gerade eben noch weiter runter. Es pustet hier unten auch immer noch raus. Obwohl ich das da umgestellt habe. Gucken, ob ich irgendwas mit dem Hotdog da oben bei dem Typen anfangen kann. Ob ich ihn da weglocken kann oder so. Stop, or I'll shoot. Er ist kein Monster, würde ich sagen. Deswegen geht das auch nicht. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal ganz nach unten. Spring. Okay, hier waren wir nämlich doch noch nicht. Code-Eingabe. Incorrect code. Intrusion detected. Master entry code. Resetting. Hauptzugangscode wird zurückgesetzt. Okay. Oh, also doch so ein Passwort. Oh, hier ist nochmal für die Zwillinge unten ein Symbol. Seht ihr das unter mir? Das ist ein Skelett. Insert guidance system to commence launch. Hier unten ist ein Symbol des Dingsbums und hier ist eine Fruchtschale. Kann man sich einen Apfel mitnehmen? Yeah. Unten liegt jetzt ein Apfel und eine Wurst. Super toll. Was ich jetzt gerne gucken würde, erstmal wäre hier drauf. Nee, das hilft mir nicht weiter. Ich will zu dem anderen. Weil da stehen ja so Nummern drauf. Und dann kann ich ja vielleicht dieses Passwort ablesen von. War das hier rechts? Ne, das war gleich noch weiter oben wieder, oder? Upper hatch disengaged at T-27. Hier oben war, glaube ich, so ein komischer Gümmels-PC da. Donnerstag, Montag, Freitag, Sonntag. Ja, es ist immer ein anderer Tag. Aber woher weiß ich jetzt, welcher Tag es ist? Es ist doch jetzt nicht nach meinem Wochentag gedingst oder was? Das wäre Dienstag. Das ist ja ein bisschen zu bescheuert, oder? 9212. 9212.
Ja gut, ich meine, das Spiel könnte es von der PlayStation auslesen, das ist jetzt nicht so das Problem. 1, 2, 1, 2. Danger. Security safeguards have been overridden. 9, 2, 1, 2. 9, 2, 1, 2. Incorrect code. Intrusion detected. Fucke! Resetting. Wird doch zurückgesetzt dann. Ja, wo ich die ganze Zeit dieses Essen sehe, ich mache erstmal eine Pause. Vielleicht seht ihr euch, sehen wir uns dann wieder gleich im nächsten Teil, wo dann das Rätsel der Atombombe lösen. Ich weiß nicht, ob ich das zusammen mit alles in einem großen Teil schneiden kann oder nicht. Auf jeden Fall werde ich erstmal was essen, sonst kann ich nicht nachdenken. Und denke die ganze Zeit nur an Hotdogs. Also, wir sehen uns gleich wieder. Ich sag schon mal... Okay, Betrieb inaktiv 14%. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann gleich wieder oder im nächsten Teil. Macht auf jeden Fall Spaß. Und ja, mal gucken, was ist eure Idee, wie wir das lösen können? Könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Teil. Ciao, ciao.